Heyho Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Terraria mit natürlich wieder Standard-Lags, wie immer. Ich hoffe, das verpisst sich gleich mal wieder. Ansonsten wieder Aufnahme stoppen, wie letztes Mal, super. Mit Headbreaker natürlich. Ja, ich bin auch mal wieder da. Und schaut euch das mal an. Es schaut etwas anders aus. Natürlich, wir sind in einer anderen Welt, weil... Grund... Willst du sagen? Ja, die Welt hat sich mal einfach selber beschädigt, sagen wir mal. Ja genau, sie war korrupt und wir konnten sie gar nicht mehr öffnen, beziehungsweise sie war nicht mehr existent. Yay! Also, auch super. Ja, also haben wir unsere Pro-Chars genommen und haben eine Welt gemacht und ganz nach rechts und ganz nach links erkundet. Also nur die Overworld, also nicht so in Untergrund, Höhlen reingegangen. Und haben schon mal da alles gelootet und gesammelt und haben hier auf einem schönen Hügel, reiner Zufall, wirklich reiner Zufall, auf einem schönen Hügel hier schon mal ein Haus errichtet. Die Idee mit dem... Stirb nicht dabei. Ich habe mal ein Leben verloren. Oh, die Idee mit dem Glas und so weiter war von mir. Ich finde es eigentlich richtig geil. Das im Mittelgang war seine Idee. Ich finde das auch geil. Ja, habe ich bei meinem Haus in meiner Privatwelt auch. Schaut dich mal die... Verdammt, ich weiß wieder nicht das deutsche Wort. Kronleuchter. Genau, danke. Die fehlen Türen. Ich muss so Candelier oder so. Nein, das ist extra so. Ah ja. Ja, schaut euch mal die Kronleuchter an. Schaut auch geil aus. Und wie ihr seht, es sind weniger Kisten. Ich zeige euch mal ganz kurz das. Oh Mann, übelste Lags, aber das nervt gerade. Nur minimal. Hier haben wir ein bisschen Gold und so gefunden. Ja, Barren haben wir finden können. Natürlich keine Ores, weil wir da nichts abgebaut haben. Nur schnell alles suchen. Wirklich viele Tränke. Shine-Potions haben wir auch gefunden. Wir haben da zwei Life Crystals genommen und direkt vor dem Dungeon sind doch öfter solche Fässer und da haben wir einfach nur ein paar kaputt gemacht und da war bei einem ein Goldkey drin. Finde ich geil. Ja. Dann hier natürlich ein bisschen Waffenzeugs. Hier Standard Loot. 45. Alter, wie viele korrupte Viecher haben wir kaputt gemacht, dass wir 45 Rotten Chunks haben? Ja, das war von mir teils. Ah, okay. Ich habe ja auf dich immer gewartet und mir sind dann irgendwie 10 bis 12 Viecher hinterher geflogen. Obwohl du sowieso nur einen Schaden bekommst. Ja. Ja. Okay, zwei habe ich einmal bekommen. Dann habe ich hier noch das Glas aus meiner anderen Welt mitgenommen. Also tut mir leid, falls es euch stört, dann schreibt es in die Kommentare. Aber ich hoffe, es wird jetzt nicht stören. Dann lassen wir das jetzt so. Hier die Pilze und so, Pflanzen. Und hier haben wir ganz nach rechts und ganz nach links im Wasser in unserer alten Welt... Bin ich ja alleine ohne Master damals ins Wasser gegangen und da war leider in einer Kiste nur Kacke drin und der anderen Kiste und im anderen Teil vom Ozean gab es da keine Kiste, also scheiße. Und jetzt haben wir zum Glück jetzt zwei Flippers, also gebe ich dir jetzt schon mal gleich ein, dass wir immer im Inventar haben können, falls wir mal unter Wasser oder irgendwas arbeiten müssen. Ja, ich bin sowieso da voll auf der Leiste. Ja, ich auch, aber deswegen habe ich den ja immer oben drin. Ich freue mich schon, wenn wir diesen komischen Goblin haben, dass wir wieder vermischen können. Ach, das wäre super. Du hast doch eine Cloud in a Bottle. Was für eine hast du? Eine, die 3% Meal Damage macht. Achso, okay, ich habe jetzt 2% noch Melee. Was war jetzt? Was denn? Ja, 3 Meal Speed. So. Dann so, wir haben unterwegs auch natürlich Nacht gehabt, wie es auch sein muss, weil auf einen Tag, also Tagesablauf in Terraria, konnten wir das nicht schaffen. Und da haben wir 19 Sterne gefunden. Ich mach mal schon mal wieder ein Mana-Kristall. Darf ich den haben? Ja, kannst du. Ja, okay. Yay! Wir haben noch 2 Life-Crystals gefunden. Wollen wir die gleich benutzen? Und das hier. Ja, klar. Alter, wenn ihr wüsstet, was... Wie oft ich schon irgendwie Inventar voll gehabt habe und immer wieder Kisten gefunden hat und er so, ah, du Arsch, du findest so und so viele Kisten, was weiß ich was. Und plötzlich immer Boomerangs, ja, ich habe einen Godly auch noch gefunden, das finde ich richtig geil. Und ich hatte insgesamt wie viele, 3 oder 4 Enchanted Boomerangs bei mir im Inventar? Ja, das ist übel gewesen. Was finde ich da für Scheiße? Ich musste sogar einen im Müll schmeißen, weil mein Inventar voll war. Ja. Geh mal in die... In welche Party willst du diesmal gehen? Grün. Oh, grün, cool. Ich benutze mal einen und schmeiß dir den anderen zu, weil ich jetzt voll Leben hab!
Wäre ich auch bald, also. Ja, dann kriegst du dann die restlichen. Und bevor es dunkel wird, würde ich sagen, das wird eine besondere Folge sein, in denen wir wirklich versuchen, Gold wieder abzufarmen, beziehungsweise alle Ores abzufarmen. Außer wir wollen nicht mehr die Kack-Ores haben. Wie heißen die nochmal? Die Kupfer, die brauchen wir gar nicht mehr. Ja. Ich gebe dir 7 Shine Potions und mir 8. Da unten sind die. Dass wir auch in der Höhle ganz etwas sehen können. Und wir werden versuchen, also Special Folge, dass wir nur Rubine, Diamanten, Saphire und alles mögliche, also diese Steine halt finden. Ja. Und dabei können wir euch ein bisschen die Welt zeigen. Macht die Tür zu. Danke. Das ist cool. Wir haben gleich neben unserem Haus schon mal ein Schneebiom. Ah, oh, ich liebe es. Ich liebe es. Ja, ich bräuchte auch mal einen Leenter-Haken. Ja, da müssen wir erstmal ein paar Zombies killen, dass wieder so ein Haken rauskommt. Weil ich habe gar keinen gefunden. Aber wenigstens haben wir beide schon mal Klaut in der Bottle. Ja. Sonst würden wir hier nicht mehr beide hochkommen. Oh. Der Vogel verfolgt dich. Der Vogel ist ein Stalker. Ja, ich töte ihn aber nicht. Oh. Gehen wir gleich in die rein, weil da sind wir nicht reingegangen. Okay, doch, wie waren wir drin? Ja, aber auch nur bis man den Sound gehört hat. War das gerade ein Warte. Hase? Nein, das war ein Leslie. Ah, ein Leslie. Ich packe hier eine Fackel hin, ja. Ja, wie, du kannst direkt die Shine Potion schon. Ah, du Nein, hast du. ich hab da oben eine hingepackt. Achso, was ist das da unten? Oh, cool, wir haben hier schon mal einen Altar, weil es unten schon lila leuchtet. Warte, du machst rechts, du machst links und ich mach rechts. Geil, ein Altar. Und Wasser, in dem wir gleich reinfallen können, passt perfekt. Okay, hier gibt's nichts Besonderes. Gut, dass wir Flipper dabei haben. Ah, ich nehme schon. Ah ja, Kupfer. Ich wollte gerade sagen, ich nehme das Iron mit. Das Ding, ne? Ah, da ist noch was. Angelett kann ich so wegpacken. Das Egglet. Also willst du gleich das Wasserteil schon haben? Ja, falls wieder Wasser ist. Ja, da vorne ist wieder Wasser. Ich mache wieder die zweite Schicht. Warte, unter uns ist was. Echt? Ja, die Nö. minimale. Warte. So, jetzt sollte es gehen. Genau. So. Oh Mann, ich freue mich schon, wenn wir wirklich mal wieder richtig alles anfangen können. Weniger suchen müssen und mehr kämpfen können und so. Ja, weil. Welchen Boss haben wir bis jetzt? Das Auge, ja. Cthulhu, wir haben noch nicht mal den Wurm. Und jetzt haben wir zum Glück. Wir mussten ganz kurz mal in die Corruption reingehen, weil wir schauen wollten, wie es ausschaut. Und da sind wir auch auf so viele Altäre und alles Mögliche gestoßen. Ah, nehmen wir das Clay mit. Das brauchen wir auch unbedingt. Okay, ich komme schon, oder? Ja, machen wir einfach beide. Weil schau mal, wie groß das ist, der Haufen. Alter! Das ist eine ganze Claim-Station. Äh, Flug! falls, äh, falls jetzt eine Mutter oder so reinkommt, die wollte noch was sagen, also Ja, kein Problem. wundert euch nicht. Muss wieder allein Unterhalter spielen. Yay, kein Problem. Bin ich ja gewohnt. Forever alone. Okay, das nehme ich mal leben. Ja, das ist wirklich ein Batzen. Aber ich finde es geil, dass nur ein Schlag drauf, du brauchst nur einen Mausklick und dann weg ist. Ich finde sofort wieder die neue Höhle. Ja. Okay, hier ist ein Zombie. Hoffentlich hast du einen. Ah, da vorne ist schon wieder irgendwas, was leuchtet. Schon wieder ein Alter. Ja. Ja, ah, da ist Eisen oder. Ja, Jo. nehmen wir das mit. Ich gehe mal hierher. Okay, mach das. Ich komme dir gleich sowieso hinterher. Ah, warte, vielleicht ist noch was im Wasser. Tötet den Zombie! Es ist wieder so, ob sich hier jemand durchgebohrt hätte. Echt? Ja. Hui, interessant. Ah, hier ist schon wieder Clay. Willst du es nicht mitnehmen? Ich gehe gerade einfach mal kurz durch, weil. Ja, gut, dann braucht man nicht beide da durchlabern. Okay, hier oben ist schon mal nichts. Hier ist ein Auge. Wie kommt das denn hier hin? Weil es Nacht ist. Ja. Die Wie Augen dürfen ist. das. Ja. Einfach mal so.
Höhlenmäßig. Achtung, Achtung, der Witz kommt flach. Ich werf mal ein Auge auf dich. Alter, wenn du wüsstest, wie tief ich mich wegen dem Clay runtergraben muss. Ja? Ja. Ja, sehe ich gerade. Wirst du jetzt sowieso gleich, wenn du zurückkommst, einen fetten Eingang da sehen? Ey, hier geht's noch weiter, also. Ah, okay, gut. Ja, dann komm zurück und hilf ein bisschen, weil das ist wirklich ein Scheißbarzen. Der ist doppelt so groß als der vorherige. Und hier ist Iron und Eisen. Und da oben war auch noch Clay irgendwo. Alter. Also, aber ein Stack reicht doch, oder? Ja, dass jeder ein Stack hat, dann reicht das wirklich. Schau mal. Geh mal wirklich ganz nach links und dann siehst du das. Bis da unten ging das. Und hier ist schon wieder ein Haufen. Hast du überhaupt schon ein Stack oder noch nicht? Warte, ich guck mal. Fehlt noch ein bisschen. Ja, bei mir fehlt nur noch, ja, ich glaube, das ist ein kleiner Haufen. Also ich nehme den rechten Haufen, du den linken. Das klingt auch schon wieder falsch. Ja. Klingt nicht alles bei uns falsch? Ja. Sollten wir mal irgendwie ändern. Ja. Alter, was ist das für ein Auge? Was macht das Auge hier? Ja, das war... Das wollte ich gerade sagen. Und du wunderst dich. Zombie-Party. Yay! Rave, ja. Rave, Rave. Oh, okay, ich habe schon ein Stack voll und sogar noch ein bisschen mehr. Meine erste Scheinpotion ist weg. Oh nein. Meins gleich auch. Ja, man sieht's. Ich habe schon wieder aktiviert. Ich töte mal den Zombie, weil... Ach, ich spare kurz und... Kann ich die Fackel hier hinsitzen? Ja klar, ich habe sowieso eine mehr als du. Wieso das denn eine mehr? Weil ungerade Zahl war. Okay. Ja, du hast 7 und ich habe 8 bekommen. Naja. Ah, schon wieder ein Auge. Alter, ich wollte gerade sagen, was ist mit dem Haufen unter dir? Habe ich nicht gesehen, weißt du? Alter, Augen! Warte, ich mach die schon kaum. Da, fuck! Oh, geil, eine Linse. Hey! Die! Und hier. Nein! Ja. Nein! Ah, jetzt komm schon! Fuck, yes! Behind Blue Eyes. Noch schlechter ging der Witz nicht mehr. Ja. Und da oben, wo ich war, da war auch noch was. Ja, hier geht's auch noch runter. Bei mir da hinten auch noch. Ha, hab's geschafft. Oh, hier sind ein paar Rubine. 2. Ja, warte. Yay. Ich baue hier so lange so eine Brücke, die rüber geht. Okay. Ich baue mich ein bisschen runter und finde schon wieder einen Barzen Clay. Nee, den nehme ich diesmal nicht mehr mit. Ist gut genug, dass wir jeder einen ganzen Stack haben, aber irgendwann ist genug. Genug ist genug. Ja. Ja. Alter, hier geht's nach oben und hier geht's nach unten. Und hier ist ein Goldfisch. Ich gehe mal hier, wo die ganzen Zombies sind. Okay. Wir teilen uns wieder auf. Merkst du, was das bedeutet? Wir werden uns wieder aus den Augen verlieren. Ach du Scheiße, wie viele Zombies kommen da. Ah, und wenn du nach links gehst, dann bist du genau da, wo ich bin. Also nur ein bisschen weiter runter. Ja. Ja, warte, ich komme jetzt hoch und jetzt müsste ich eigentlich gleich bei der Brücke sein. Siehst du? Hallo. Ich habe dich ja schon von Weitem gesehen. Ja, egal. Ich darf das. Hallo. Full HD macht's möglich. Großer Bildschirm macht's möglich.